grüße euch. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut bei mir. Oder an alle, die das erste Mal auf meinen Kanal gestoßen sind, willkommen zu meiner Serie Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft. Ich möchte in dieser Serie allen zeigen, dass Brotbacken eine ganz simple Geschichte ist, die in den Alltag einfließen kann, wo man nicht großartig Brimborium drum machen muss und sich so selber immer mit gutem Brot versorgen kann. Heute widme ich mal diese Folge dem Thema der Brotkonsistenz. Hatte ich schon angekündigt und viele von euch warten schon drauf. Und ich hoffe, ich habe eine interessante Folge produziert, wo ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. In meinen Brotbackseminaren versuche ich immer, den Menschen klarzumachen, dass die Konsistenz des Brotteiges wichtiger ist als die Rezepttreue. Das heißt, für mich hat Brotbacken sehr viel mit Haptik zu tun, ja? Mit Anfassen, Riechen, Schmecken, Sensorik. Ja? Nicht unbedingt damit, dass ich eine grammgenaue Waage habe oder mit der Stoppuhr stehe oder mit einem digitalen Thermometer oder so etwas. Sondern Brotbacken ist durchaus eine sinnliche Erfahrung. Das heißt, wenn ein Teig richtig gut knetbar ist, auch ich fasse meine Teige immer noch mal wieder an. Das heißt, erstmal laufen sie durch die Knetmaschine. Da weiß man ungefähr, wenn man so viel Erfahrung hat, wie der Teig auszusehen hat. Trotzdem, wenn ich ihn rausnehme, knete ich ihn noch mal mit der Hand durch und spüre dann, ist er schön stabil, der Teig. Wenn ich so eine Kugel mache, federt sie, geht sie in die Breite, klebt er noch. Wenn der Teig gut knetbar ist, schön geschmeidig, nur noch wenig klebt, habe ich immer gesagt, dann ist der Teig genau richtig. Egal, was im Rezept steht. Man darf niemals vergessen, Getreide ist ein Naturprodukt. Auch wenn die meisten Mehle, die man heute kaufen kann, industriell verschnitten werden, dass sie immer das gleiche Backergebnis haben, das ist wichtig für die Bäcker. Aber wichtig für euch, wenn ihr zum Beispiel mit sortenreinen eigenen Getreiden arbeitet oder sozusagen unverarbeiteten Mehlen, die also unbehandelt sind, dann ist es viel wichtiger, dass man darauf achtet, dass der Teig die richtige Konsistenz hat. Einfach deswegen, weil Getreide als Naturprodukt immer anders wird. Nicht viel, aber im Detail kann es schon mal sein, dass man mal 10% Wasser mehr braucht oder 10% Wasser weniger. Um euch ganz praktisch zu zeigen, wie sich das mit der Wassermenge verhält, werde ich jetzt einfach mal 5 Teige ansetzen. Dazu nehme ich ein Dinkelmehl, in dem Fall ein Zollernspelz, das ist ein proteinoptimierter Bioland-Dinkel, als Vollkornmehl. Und ihr kennt das vielleicht aus meinen anderen Videos, wieder so die gleiche Formel, 30% Sauerteig. Das heißt, ich nehme 500 Gramm Mehl, 150 Gramm von meinem Dinkelsauerteig, 10 Gramm Salz. Ja, und die Wassermenge werde ich 5-mal variieren. Das heißt, angefangen von wenig Wasser bis hin zu ganz viel Wasser. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das alles verhält, sowohl beim Kneten als auch beim Reifen. Ich beginne mit meinem Referenzteig. Den kennt ihr vielleicht aus meinen anderen Videos, wenn ihr da schon mal reingeguckt habt. Das heißt, ich beginne ja mal mit 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Nach der 30%-Regel 500 Gramm Mehl, 150 Gramm Sauerteig, 10 Gramm Salz und dann ab in die Knetmaschine. Und dann wollen wir mal sehen, wie viel Wasser wir da reinmachen. Ich möchte jetzt als erstes den Teig bereiten, der für mich optimal von der Konsistenz ist. Und da gucke ich mal, wie viel Wasser da jetzt reingeht. So mag ich den Teig eigentlich total gerne. Man könnte ihn natürlich jetzt auch als freigeschobenes Brot machen, aber für die Form ist er sehr schön. Gucken wir ihn uns noch mal ein bisschen genauer an. Ihr seht, löst sich schön vom Schüsselrand beim Kneten. Ist elastisch. Geht aber doch ein bisschen in die Breite. Darum ist es ganz gut, dass er in die Form kommt. Freigeschoben würde das Brot wahrscheinlich ein bisschen breit werden. Das probieren wir beim nächsten Teig mal aus. Der Teig klebt noch überall. Der ist natürlich schon recht flüssig. Aber gut, ab damit in die Form. Als Form nehme ich extra große, also meine Kiloform. Auch wenn die Teigmenge dafür eigentlich zu klein ist. Aber da kann sich der Teig dann so ausbreiten, wie er gerne möchte. Und ich denke, es ist dann am besten vergleichbar. Die Formen werden eingeölt und dann mit Mehl bestäubt.
dann kriegt man die Brote immer gut raus. Ich habe sie durchnummeriert, damit es keine Verwechslung gibt. So, der Teig ist zwar noch nicht flüssig, dass ich ihn komplett gießen kann, aber er ist schon ganz schön weich. So, fertig. Nächster. Das ist natürlich sehr flüssig. Das ist eher fast wie ein Sauerteigansatz. Na, schauen wir mal. So flüssig sind noch nicht mal meine Kuchenteige. Egal. Mal sehen, was draus wird. Ja, der ist schon deutlich fester. Das seht ihr ja. Der wickelt sich um den Knethaken. Bleibt überhaupt nicht mehr kleben am Rand. Lässt sich aber noch drücken. Also das wäre so die Teigkonsistenz, die ich wählen würde. Ja, ist auch schön in den Händen. Wenn ich ein freigeschobenes Brot mache, also ohne Formarbeit. Guck, klebt auch wenig an der Hand. Schöne Teigkonsistenz. Jetzt nehmen wir mal weniger Wasser. Ja, man hört schon, die Maschine hat deutlich Mühe, durch den Teig durchzukommen. Und ich habe gerade so viel Wasser drin, dass ein homogener Teig entsteht. Das heißt, dass alles an Mehl aufgenommen wurde. Aber das ist schon ein ganz schön schwerer Teig. Gucken wir uns den mal genauer an. Das war noch so ein gequältes Aufschreien der Knetmaschine. Oh, oh. So, ja. Lässt sich noch gut formen, muss ich sagen. Ist aber sehr fest, sehr fest. Gut, ab in die Form damit. Und hier haben wir sie noch mal alle zusammen. Mein Referenzteig, also so wie ich ihn jede Woche für meine Kunden auf dem Wochenmarkt mache. Dann etwas weniger Wasser, wie ich zum Beispiel bei freigeschobenen Broten nehme von der Konsistenz. Sehr wenig Wasser, sodass gerade ein homogener Teig entsteht. Dann das Gegenteil. Mehr Wasser, also ein relativ flüssiger Teig. Das passiert mir oft, wenn ich zum Beispiel mit Gemüse arbeite. Dann sind sie ähnlich feucht, diese Teige. Und ein ganz feuchter Teig. Formen habe ich alle durchnummeriert. Hatte ich euch ja schon gesagt. Dann sollte keine Verwechslung stattfinden. So, dann gucken wir mal morgen früh, wie sie aussehen nach 12 Stunden. Nächster Tag, die haben jetzt ungefähr 12 Stunden gestanden. Erstaunlich, aufgegangen sind sie alle. Gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Also meine Lieblingskonsistenz sieht gut aus. Genauso wie die etwas festere. Ja, die ganz feste hatte ich gar nicht erwartet, aber auch die ist ganz gut hochgekommen. Und die flüssigen, ja, das geht noch, aber hier kann man sehen, es ist nicht ganz so hoch gekommen und es sind ganz schön Blasen zu sehen. Also es ist so, dass der Teig das Kohlendioxid, was die Hefen bilden, offenbar nicht komplett in sich behalten kann, sodass es hochperlen kann. Okay, aber ich denke, ich lasse sie noch ein bisschen stehen, dass sie dann nachher auch so die 20 Stunden Reifezeit haben und dann backe ich sie. Stunden Zeit zum Backen. Ja, eigentlich sehen alle gut aus. Ja, hier sieht man, die Blasen kommen hoch. Hier ist die Oberfläche leicht ausgetrocknet. Aber selbst er hier, also der sehr feste Teig, ist gut hochgekommen. Mein Lieblingsteig sackt schon wieder ein bisschen runter. Teig Nummer 2 sieht eigentlich sehr gut aus.
Gut, jetzt wird beim Backen sicherlich nochmal was passieren, also dass sie nochmal hochkommen. Dann müssen wir sie abkühlen lassen, aus den Formen rauskriegen und anschneiden. Wir sehen uns dann wieder. Sie sind aus dem Backofen raus, 55 Minuten ungefähr bei 180 Grad. Und vom Aufgehen her hat sich eigentlich nicht allzu viel getan. Hier bei unserem feuchtesten Teig, der ist noch ganz gut hochgekommen. Gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an. Guck mal, am Rand sieht man, dass es ein bisschen eingesackt ist. Ja? Und dann ist er wieder hochgekommen. Leichte Risse haben sich gebildet. Oben, wie zu erwarten, eine kräftige Kruste. Das nicht ganz so feuchte Brot. Auch hier wieder haben wir einen Rand. Also das heißt, es war mal höher. Ist dann wieder zusammengekommen. Ist aber nicht so gut nachgekommen wie das hier. Ja, unser fester Teig. Schaut mal hier, also zu unseren beiden anderen. Der ist trotzdem noch ganz gut hochgekommen. Tja, und die beiden, von denen ich meine, dass sie meinem Gefühl für eine gute Teigkonsistenz entsprechen, das ist eigentlich kein großer Unterschied. Sehen beide gut aus. Ich lasse sie jetzt ein bisschen auskühlen, hole sie aus den Formen raus und dann schneiden wir sie mal an. Nun gibt es nicht nur Triticale, also das heißt die Weizenfamilie, also ich habe jetzt den Dinkel genommen, der hat ja ähnliche Eigenschaften wie ein Weichweizen, etwas anders die Eigenschaften, aber ungefähr vergleichbar sind auch die Mischsorten wie Emma oder Kamut oder auch Hartweizen. Also die Details sind zwar unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen läuft das da alles ähnlich. Anders sieht es beim Roggen aus und darum mache ich einen ähnlichen Versuch nochmal mit einem Roggenvollkornmehl. Und das werde ich jetzt nicht im Kasten machen, sondern in meinen G-Körben. Und da nehme ich jetzt aber nur drei, das muss eigentlich reichen. Also einmal Roggen vollkommen mit wenig Wasser, normal und mit viel Wasser. Gehen wir nochmal in die Küche. Ich möchte die Roggenteige gerne im G-Korb gehen lassen. Und dann nehme ich die kleinen. Darum habe ich etwas weniger Mehl und Sauerteig genommen, damit sie nicht zu groß werden und überquellen. Das heißt jetzt in diesem Fall 120 Gramm Roggensauerteig und 400 Gramm Roggenvollkornmehl. In dem Fall den Zwetiruk, den ich bei mir in meiner kleinen Steinmühle gemahlen habe und etwa 10 Gramm Salz. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie viel Wasser wir reinnehmen. Als erstes mache ich wieder meine Lieblingsteigkonsistenz. Ich lasse die Tretmaschine ungefähr 10 Minuten laufen und das sieht hier schon mal wieder ganz gut aus. Roggenteige verhalten sich aufgrund der Beschaffenheit des Roggens anders natürlich als die Weizenteige. Roggen hat starke Schleimstoffe, das heißt Roggen klebt immer sehr stark. So, aber diesen Teig hier, ihr seht, ein bisschen was bleibt an den Händen kleben, aber er lässt sich gut formen. Schöne Kugel. Ich nehme jetzt hier den G-Korb, den habe ich vorher schön ausgemehlt. Kommt die Kugel rein. So, ich mache noch ein bisschen drumherum. So. Drücke ein bisschen rein. Das wird mein Teig 1, der Referenzteig. Beim zweiten Teig gehe ich mit deutlich weniger Wasser ran. So, die 10 Minuten sind mehr oder weniger um. Man kann sehen, der Teig hat sich nicht zu einer homogenen Masse verbunden, aber eigentlich sieht er ganz gut aus. Gucken wir uns den mal an und fassen ihn mal an. Ja, ist deutlich fester, klebt aber trotzdem noch. Fühlt sich nicht so gut an wie der andere, aber trotzdem muss ich sagen, ist ja ganz okay. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Ausgemehlter G-Korb. Auch er wird reingedrückt. Drückt sich schon deutlich schwieriger. Ist nicht so geschmeidig wie der andere. Trotzdem kriegt er sein Mehl. Und geht neben den anderen. Dritter Teig. Jetzt gibt es etwas mehr Wasser.
Nee, natürlich kein Wasser von Ostsee oder so, sondern einfach mehr Wasser. Das kommt natürlich aus meiner Leitung. Mal schauen, wie sich dieser Teich entwickelt beim Kneten. 10 Minuten sind wieder mal um. Also es sieht eher pastös aus als teichartig. Mal sehen, wie er sich anfühlt. Ah, klebt sehr. So, dann versuche ich ihn nochmal rauszuholen. Na, so im Stück kriege ich ihn schon gar nicht raus. Dazu ist er zu weich. Katastrophe. Ja. Ich versuche ihn mal zu formen. Der G-Korb steht schon bereit, ausgemehlt. Ja, das sicherlich schon. Das ist ganz schön schmatzig. Naja. Gut, ich versuche das von meinen Händen noch ein bisschen abzukriegen, damit ich die Gewichte nicht allzu sehr verfälsche. Und dann wird er nochmal bemehlt und dann schauen wir mal. Ich bemehle ihn auch wieder außenrum und oben auch ein bisschen, dass ich ihn besser reindrücken kann. So. Es gibt sicherlich bessere Methoden, so einen feuchten Teig aus der Rührschüssel zu holen. Mit einem großen Teigspatel zum Beispiel. Aber ich wollte euch das einfach mal mit der Teigkonsistenz demonstrieren. Und ich denke, ihr habt es verstanden. Teig Nummer 1, meine Standard-Lieblingskonsistenz. Teig Nummer 2, deutlich weniger Wasser. Teig Nummer 3 mit deutlich mehr Wasser. Aus meinem Wasser. Gut, lassen wir sie mal stehen. Morgen sehen wir weiter. Zwölf Stunden später. Ja, der sieht sehr gut aus. Mein Lieblingskonsistenzteig. Die ist ein bisschen kleiner, aber der sehr flüssige Teig, der ist ja richtig, richtig hochgekommen. Aber zum Backen ist es noch zu früh. Sie bleiben noch ein paar Stunden hier stehen. Es ist soweit. Die 24 Stunden sind um. Die Jungs können in den Backofen gehen. Ja, viel verändert hat sich nicht. Das ist ein bisschen größer geworden. Naja, da hat sich nicht allzu viel getan. Die Oberflächen sind leicht ausgetrocknet. Jetzt versuche ich sie erst einmal heile aufs Backblech zu bekommen. Ja, die Unterschiede sind hier deutlich zu sehen. Meine Lieblingskonsistenz, das ist wenig aufgegangen. Und das ist so gerade eben heile aus dem G-Korb rausgekommen und geht natürlich gleich in die Breite, so feucht wie es ist. Ja, dann mal ab damit im Backofen. Und da sind sie. Ganz schön rutschig hier drauf. So. Urteilt selbst. Das sehr trockene ist kompakt und hart. Meine Lieblings ist ziemlich klasse. Aber mit viel Wasser. Ja, ist ein bisschen in die Breite gegangen, aber ich glaube fast. Das ist auch ein ziemlich tolles Brot geworden. Also, ich gehe mal davon aus, dass alle gut schmecken und man alle gut essen kann. Sie werden klebrig sein, wenn man sie frisch anschaltet, gar keine Frage. Aber das ist natürlich sehr kompakt und ich weiß nicht, wenn man das jetzt eine Woche liegen lässt, ob es nicht sehr schnell hart wird. Viel größer ist das auch nicht geworden. Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich mehr erwartet. Normalerweise sind die immer ein Tick größer. Weiß jetzt nicht, vielleicht bin ich hier zu genau gewesen. Und das hier ist eine Nummer zu breit. Wahrscheinlich backe ich jede Woche, weil ich dann doch eher ein bisschen mehr Freihand mache, dass es irgendwo zwischen diesen beiden liegt. Ja. Lecker ist es allemal, das kann ich euch immer wieder versprechen. Aber
ist es schon sehr offensichtlich, wie die Unterschiede hier sind. Nach dem Backen das erste Brot, Brot Nummer 1, das mit meiner Lieblingsteigkonsistenz, so wie ich das im Prinzip jede Woche für meinen Wochenmarkt mache und auch wenn nachher die Wochenendmärkte wieder gehen, im größeren Maßstab für meine Kunden dort. Ja, sieht auch so aus. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass das hier oben so ein bisschen grobkörniger ist als unten. Scheint also doch irgendwie das CO2 sich oben mehr konzentriert zu haben als im Hauptteig, aber meinen Kunden gefällt es, ich mag es auch. Das ist ein Brot, so wie ich es mit der Konsistenz empfehlen würde. Bei Brot Nummer 2 habe ich jetzt etwas weniger Wasser genommen, aber ich finde das keinen Unterschied. Erstaunlich. Mal anschneiden. Ja, selbst da, trotz dass es weniger Wasser ist. Tja, guckt euch die Brot 1 Krume, Brot 2 Krume an. Also da bin ich jetzt selbst auch überrascht. Da hatte ich jetzt gedacht, dass zumindest in irgendeiner Weise ein Unterschied sichtbar ist. Letztendlich habe ich bei dem einen 150 Milliliter Wasser und bei dem anderen 150 Milliliter Wasser und beim zweiten 20% weniger, 120 Milliliter Wasser. Na gut, ich werde ja jetzt den dritten Teich machen, wo ich noch weniger Wasser nehme. Mal sehen, ob wir da einen Unterschied dann sehen. Brot Nummer 3. Das mit deutlich weniger Wasser. Das ist auch nicht so stark aufgegangen wie die anderen. Also man sieht es hier an den Ecken noch ein bisschen abgerundet, ist also nicht so stark hochgekommen und sieht aber trotzdem gut aus, muss ich sagen. Also, es ist kompakt, hat aber trotzdem eine ganz ordentliche Krume. So beim Schneiden bröselt es leicht. Also ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch am schnellsten altbacken wird. Also mit wenig Wasser ist nicht so unbedingt das Tolle. Aber es funktioniert auch. Brot Nummer 4, hoher Wasseranteil. Man sieht das sehr gut hier an diesem Rand. Es ist also ein ganzes Stück aufgegangen, aber dann doch wieder zusammengesackt, weil das Kohlendioxid in diesem feuchten Teich sich eben nicht lange genug halten konnte. Ich glaube, die Bäcker reden da von der Übergabe, aber es ist eigentlich egal. Schauen wir uns das mal von innen an. Ja, schöne Krume. Doch, doch, das hat was. Trotz des vielen Wassers kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Sieht wirklich gut aus, das Brot. Gut, es ist jetzt hier oben nicht so hübsch, aber klappt. Brot Nummer 5, das mit dem höchsten Wasseranteil. Ziemlich porig, aber sieht gut aus. Also ich bin selbst erstaunt. Es gibt ja so Fälle, wo zum Beispiel der Wasseranteil sehr hoch ist, es sehr feucht ist, zum Beispiel bei Kürbisbrot oder so. Dann kann es eben sein, dass der Teig nach unten sackt und das CO2 nicht gehalten wird und das steigt jetzt auf. Beim Backen überkrustet er und das CO2 kann jetzt nicht raus aus dem Brot. Und dann fängt es an, hier oben eine Blase zu bilden. Und je länger es backt und je mehr CO2 hochkommt, weil der Teig es nicht halten kann, desto größer wird die Blase, macht wieder Druck auf unten, drückt noch mehr CO2 raus. Das heißt, ihr habt, wenn ihr es aus dem Backofen rausholt, ein super tolles Brot, schneidet man es an, ist hier eine Riesenblase und unten ist nur Pudding. Aber das hier sieht gut aus. Wenn ich meine Brote mache, dann ist mir die Menge des Wassers eigentlich gar nicht so wichtig, sondern Teigkonsistenz, habe ich euch ja schon erklärt. Im Backhandwerk sieht das aber ganz anders aus. Dort ist die sogenannte Teigausbeute entscheidend letztendlich auch dafür, wie viel Geld der Bäcker verdienen kann. Wenn nämlich ein Getreide, ein Mehl, ja, sehr viel Wasser binden kann, zum Beispiel wenn man jetzt ein Kilo Standard-Weizenmehl, 5,50, das ist so das normale Standardmehl bei den Bäckern nimmt, und das kann 1,5, 1,6, vielleicht sogar 1,8 Liter Wasser binden, dann wird hier von einer Netto-Teigausbeute von T180 gesprochen. Und dann kriegen die Bäcker natürlich feuchte Augen.
Das heißt, Getreide ist immer noch teurer als Wasser. Das heißt, je mehr Wasser ein Getreide oder ein Mehl bindet, desto mehr Geld kann man verdienen. Oder anders gesagt, umso billiger kann man die Brote verkaufen. Nun haben wir gesehen, die Menge des Wassers hat auch einen gewissen Einfluss auf die Krume. Da muss man dann so ein bisschen hin und her spielen, bis man so sein Lieblingsrezept hat. Allerdings im Backhandwerk ist es so, die arbeiten mit klar vordefinierten Vorprodukten. Das heißt, die Mehle sind komplett verschnitten, dass man genau die Backeigenschaften angeben kann. Da muss der Bäcker nicht lange rumprobieren, sondern weiß ganz genau, aha, ich habe die und die Fallzahl, ich habe die und die Teigausbeute. Dann kann er seine Wassermenge zusetzen, seine vordefinierten Hefen und dann eben nach 1 oder 2 Stunden hat sich das Brot so entwickelt, wie es soll, geht in den Backofen. Immer wieder das gleiche normierte Produkt. Ist eigentlich nicht wirklich wichtig für euch, aber dass ihr zumindest mal den Begriff der Teigausbeute gehört habt, das hat nämlich direkt mit der zugesetzten Wassermenge zu tun. Es ist Samstag, das heißt seit Dienstag, das sind 4 Tage, habe ich die Brote jetzt in Gebrauch. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sie sich verhalten. Hier haben wir eins, wo ich viel Wasser hatte, also das Brot Nummer 4. Es ist noch schön feucht innen drin, saftig. Vom Rande her hat sich ein bisschen Kruste gebildet. Ja, also ein bisschen fester wird es. Also super klasse. Und ich gehe mal davon an, dass ich das auch noch bis in die nächste Woche rein gut schneiden kann und es ein leckeres Brot ist. Hier haben wir das Gegenteil, also das Brot, was sehr wenig Wasser hatte. Also immer noch gut, aber man sieht es ein bisschen. Es wird leicht gräulich. Das heißt, hier fängt es schon an, altbacken zu werden. Übrigens eine typische Eigenschaft des Dinkels, der sehr schnell altbacken wird. Ja. Aber das Brot ist noch voll genießbar. Es wird vielleicht im Mund ein bisschen voluminöser sein, weil beim Einspeicheln man mehr Wasser braucht als bei den anderen. So, als letztes zum Vergleich, das in meiner Normalkonsistenz, wie ich das jede Woche backe. Auch hier ist letztlich gut schneiden. Es ist nicht ganz so feucht, aber ein leichter Schatten ist schon drauf und man sieht, es fängt gleich an, einbacken zu werden. Aber ansonsten ist das einfach ziemlich klasse. Als letztes möchte ich nochmal den Roggenrundling anschneiden. Und zwar das Harte. Die beiden anderen habe ich auf dem Wochenmarkt verkauft. Das wollte ich nicht verkaufen, weil ich selber erstmal sehen wollte, wie sich das entwickelt, ob ich das überhaupt einem Kunden zumuten kann. Außerdem wollte ich auch noch ein Beispiel für diesen Beitrag haben. Es lässt sich gut schneiden. Ja, die Krume ist wenig aufgegangen, aber sie ist feucht und saftig, elastisch. Also auch das ist ein gutes Brot, obwohl nur sehr wenig Wasser verwendet wurde. Also es ist wirklich erstaunlich, wie groß die Bandbreite ist bei der Flüssigkeitszugabe. Beim direkten Vergleich, wenig Wasser, ganz viel Wasser, sieht man eigentlich ganz gut, dass hier die Porung feiner ist als bei dem Brot mit viel Wasser. Das erkläre ich so, dass das Kohlendioxid, was die Hefen bilden, teilweise praktisch durch den feuchten Teig sich stärker sammelt, ja, weil es beweglicher ist. Während in dem festeren Teig die Hefen das eben nur in kleine Blasen entlassen, die aber sozusagen nicht zusammenlaufen können. Das Extrem wäre, wenn man so viel Wasser zusetzt, das habe ich aber jetzt nicht gemacht, dass das Kohlendioxid komplett hochperlt, ja, hier oben bildet sich eine Kruste beim Backen und das perlt hier unten fleißig weiter, weil es in der Flüssigkeit wie in einer Mineralwasserflasche aufsteigen kann, sammelt sich hier oben und fängt an, eine Blase zu bilden, die nach unten drückt, weil immer mehr Kohlendioxid nach oben kommt. Dann hat man so diesen Effekt, man holt das Brot aus dem Backofen, sieht toll aus, plötzlich sticht man da oben rein oder sonst was und fällt es zusammen. Unten Brei und oben Luft. Also es hat einen sehr großen Einfluss auf die Krume, ja, wie viel Wasser hier nehmt. Das war mal wieder ein interessantes Experiment, auch für mich. Also ich habe ja immer bisher meine Brote und das über viele, viele Jahre immer so gebacken. Ich habe das so ungefähr im Kopf, was am Wasser rein muss und so. Manchmal waren sie ein bisschen feuchter, dann sind sie ein bisschen breiter geworden, manchmal waren sie ein Tick fester. Das habe ich immer so hingenommen und meine Kunden hat es nicht gestört. Die wissen, dass meine Brote immer mal wieder ein bisschen anders aussehen, gerade weil ich auch mit vielen verschiedenen Getreiden experimentiere. Da ist das nicht für mich immer nicht ganz so wichtig gewesen. Ja? Aber jetzt mal wirklich ins Extreme zu gehen, also viel Wasser, wenig Wasser, das ist wirklich enorm.
Und dass trotzdem gute Brote draus geworden sind. Wow, ich bin selbst überrascht. Als Resümee kann ich euch also mitgeben, wenn ihr eure Brotteige macht, ja, ist das völlig egal, wie viel Wasser ihr da reinmacht. Natürlich dürft ihr nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen. Achtet darauf, dass der Teig gut knetbar ist, dann passt das immer. Ja? Und wenn es ein bisschen mehr ist, halb so schlimm. Grotesk wird es da, wo bei Rezeptangaben die Wassermenge nicht in Milliliter, sondern in Gramm angegeben wird. Ja? Und dann stehen die Leute da mit Zehntelgrammwaage und ey, das funktioniert nicht, weil Wasser hat unterschiedliche Gewichte bei unterschiedlichen Temperaturen. Wenn man so arbeitet, dann müsste man auch die exakte Temperatur des Wassers angeben, weil 4 Grad kaltes Wasser ist schwerer als 20 Grad kaltes Wasser. Also das funktioniert so nicht. Also lasst euch auch da von solchen Rezeptangaben nicht durcheinander bringen. Nehmt euer Mehl, Salz, Sauerteig, Wasserkrug daneben, fangt an zu kneten, gebt immer ein bisschen Wasser dazu. Wenn der Teig eine gute Konsistenz hat, wie gesagt, man muss ihn gut formen können, er muss sich beim Kneten in der Knetschüssel so ein bisschen lösen vom Rand, da habt ihr dann schnell ein Gefühl für. Dann habt ihr immer das Richtige, egal was im Rezept drin steht. Das war's mal wieder für heute. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meinen Experimenten zuzugucken und ihr könnt da was für euch rausziehen. Ich freue mich natürlich über Likes, auch über konstruktive Kommentare. Ich bekomme ja auch immer viele Fragen, die ich versuche nach Möglichkeit zeitnah alle zu beantworten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.